einer neuen Folge von Gesichter der Medienbildung in Freiburg. Heute haben wir Elena Rauch bei uns zu Gast. Sie ist Informatikerin und Medienpädagogin und Gründerin der ENTRA Kunstsoftware und Kreative Computerschule. Außerdem hat sie in Kooperation mit Kommunikation und Medien e.V. das Projekt Abenteuerkunst ins Leben gerufen, das wir auch gleich noch kennenlernen werden. Hallo Elena, schön, dass du da bist. Hallo Emma, danke für die Einladung. Okay, dann fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Und die wäre, was war dein eindrücklichstes Erlebnis in der Praxis? Das war mein erstes Medienprojekt in Deutschland. Auf die Suche nach Wunder. Im Rahmen Projektes Kunststück von der Robert-Bosch-Stiftung. Ich erinnere mich, November 2009. Ich mit den Kindern der Anne-Frank-Schule auf der Bühne der Popakademie in Mannheim und wir bekommen Medienpädagogischen Preis. Das war Highlight mit ersten Projekt. Ja. Das ist ja toll. Da hat es ja direkt richtig groß gestartet bei dir mit deinem ersten Projekt. Ja. Warum machst du Medienpädagogik? Was bewegt dich daran? Ich würde mit einem Beispiel erklären, es war im Kurs von Corona-Zeiten. Ich war in einem Einkaufszentrum im Lift unterwegs. Ein junges Mädchen kommt hier rein, so ich schätze 15 Jahre alt. Sie schaut mich an und sagt, ich erinnere mich an Sie. Ich habe bei Ihnen an der Grundschule einen Sternelefant am Computer gemalt. Sternelefant, das bewegt mich. Schneemaus, Feuervogel, also Blumengiraffe. Also Kinder die Möglichkeit geben, durch digitale Medien so frei zu fantasieren, sich auf Neues einzulassen, etwas Unwahrscheinliches wahrscheinlich zu machen. Also das, denke ich, das bewirkt mich. Wie bist du denn dazu gekommen, Medienpädagogik zu machen? Das ist auch eine sehr gute Frage, weil eigentlich ich bin Programmiererin. Wie du hörst, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich bin in Russland geboren, aufgewachsen und nach dem Uni-Abschluss, ich habe Mathematik und Informatik studiert, habe ich an Mal- und Animationsprogramme für die Kinder gearbeitet. Als ich nach Deutschland umgezogen war, damals es war in der Schwarzwald oben, ich warte auf Sprachkursen für Akademiker von Mutter Benecke Stiftung und dann war ich zum Caritas gekommen, habe vorgeschlagen, ich kann mit meiner Software Kinder unterrichten und damit auch Sprache lernen. Also so ehrenamtlich. Und so habe ich meinen ersten Vertrag, auch nicht ehrenamtlich, im Bildungszentrum Badendorf also bekommen. Und so habe ich angefangen als Medienpädagogin mit meinen eigenen Programmen zu arbeiten. Das ist ja auch ein sehr ungewöhnlicher Werdegang und ich finde es sehr schön, dass du diese Idee hattest und die umsetzen konntest und was jetzt auch alles daraus geworden ist. Dann würde ich dich jetzt mal fragen, was deine Hauptzielgruppen sind und welche Projekte du anbietest. Also ich würde sagen, nicht Hauptziel, sondern meine Lieblingszielgruppe sind die Kinder im Grundschulalter. Eigentlich arbeite ich auch mit Erwachsenen und auch mit den Eltern. Also Kindergrundschule, das ist meine Lieblingsgruppe. Und Schwerpunkt ist Kreativitätsförderung, Kunst- und Kulturvermittlung. Also es bedeutet, ich gebe interkulturelle, künstlerisch orientierte Projekte. Und die größeren Projekte, auch aktuelle Projekte. Das ist erstes ist Märchenweltreise, welche ich im Jahr 2011 mit drei Grundschulen in Freiburg gestartet. Und das zweite große Projekt haben wir mit Irene Schumacher zusammen im Jahr 2015 im Leben so gerufen. Ja, das war Abenteuerkunst.
es ist eigentlich so ein leicht zugängliches, künstlerisch-kreatives Angebot. Und das ist im Ziel, Kinder ermöglichen, mit Hilfe von Computer, Laptop, so Tablet, Foto-Videokameras, spielerisch und kreativ Kunst zu erleben. Und besonders die Kinder aus einkommensschwachen und bildungsfernen Elternhäusern, wo es nicht so viel Teilhabe an kulturellen Angeboten gibt. Also diese Kinder erreichen, die Kinder, die normalerweise keinen Weg zum Kunst, zum Museum, zum Konzert so gefunden haben, diese Erleben zu ermöglichen. So, und das läuft ganz, ganz gut. Ganz viele Kinder in zwei große Städte, also in Freiburg und in Konstanz. Viele Kooperationspartner, Bildungs- und auch Sozial- und Kultureinrichtungen unsere Partnerschaft bilden. Also, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr wertvolles Projekt, wenn es auch viel mit Teilhabe zu tun hat. Das finde ich auch ganz wichtig. Und es scheint ja auch sehr groß zu sein, wenn ihr viele Kooperationspartner habt. Jetzt würde mich interessieren, weshalb die Adolf-Reichwein-Schule in Freiburg für eine Kooperation ausgewählt wurde. Also mit Adolf-Reichwein-Schule habe ich lange Liebe. meine erste Computerkunst AGIS habe ich im 2009 gegeben. Seitdem ist ENTRA, Kreative Computerschule, als Kooperationspartner auf der schulischen Internetseite. Für mich ist diese Schule ein Vorbild, eine interkulturelle Schule. Ich habe in meinem langen medienpädagogischen Weg mit ganz vielen Schulen zusammengearbeitet, aber das bleibt so. Also ist dir die Interkulturalität dabei auch wichtig bei dieser Kooperation? Ja, besonders. Ich würde sagen, warum auch wir Kunst als Sprache, ja, zu unseren Zielen ausgewählt haben. Kunst ist auch interkulturell und Kunstsprache ist auch für alle zugänglich. Würdest du sagen, dass du über dieses Medium Kunst, wenn du sagst, Kunst ist auch Sprache für dich, auch gut Menschen erreichen konntest, die du vielleicht sonst nicht erreicht hättest? Ja, selbstverständlich. Und wie gesagt, selbst als Frau mit Migrationshintergrund, ich engagiere mich sehr gerne für die Medienarbeit mit Kindern und auch Erwachsenen aus Migrationskontexten. Und ich finde, es ist sehr wichtig, weil die Menschen mit Sprach, so Barrieren und Kinder im Besonderen, fühlen viel mehr, wie sie aussprechen können. Und diese Möglichkeit der kreativen Selbstausdruck mit Medien, gerade wenn Wort und Schrift ihre Grenzen haben, stärkt ihr Selbstwertgefühl. Und für Familien mit Migrationsgeschichte ist das Wichtigste, die Lebensmut und Selbstvertrauen zu gewinnen. Also jedes Projekt, welches ich so konzipiere, und ja, es ist ein Stückchen gemeinsame Reise in diese Richtung, würde ich sagen. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, was Medienbildung alles bewirken kann und was du alles bewirkst mit deinem Projekt. Jetzt ist ja die Pandemie seit einer ganzen Weile schon. Und was hat sich denn durch die Pandemie für dich in deiner medienpädagogischen Arbeit verändert? Ich fühle mich näher zu den Kindern und deren Eltern und damit viel mehr Verantwortung für meine Arbeit. Das ist der große Unterschied in meinen Methoden und meinen so, Inhalten, was ich mit meinen Online-Projekten so jetzt anbiete. Das ist ja auch ein bisschen paradox, weil wir uns jetzt alle nicht mehr live sehen und du sagst trotzdem, du fühlst dich näher. Woran liegt das? Ja, weil
In der Schule, es ist alles organisiert, ja, okay, mit meiner Hilfe, aber trotzdem die gleiche Software, die gleichen Programme und das ist leichter und das ist auch ein fremder Raum. Es ist nicht zu Hause. Und jetzt ein Lernangebot, er ist von zu Hause. Und die Kinder sind genau, wie sie sind. Und sie sollen mit was sie zur Verfügung zu Hause haben, recht zu kommen. Und das ist auch Geschwister umrum und die Eltern, die immer sehr neugierig und auch mal auch viel mitlernen können, habe ich so auch Äußerungen bekommen. Also das ist ganz andere Situation und ich finde, das ist auch sehr wertvolle Situation. Und ich merke, dass die Kinder auch lernen viel mehr. Ich habe auch mit Kindern angefangen, es war schon gleich nach Osternferien letztes Jahr, ganz Anfang Pandemiezeit, mit gleichen Gruppen, mit welchen ich in der Schule unterrichtet habe, Nachmittag online weitermachen. Es war wirklich viele Überraschungen für mich. So positive Überraschungen, wie sie denken, wie sie experimentieren und wie viel sie damit lernen. Mit eigenen. Und das auch, also, was sie danach auch machen, zwischen unseren Treffen und schicken mir ständig, was sie gemacht haben. Also das ist das ganz andere Verbindung. Und bei Präsenzprojekten, normalerweise habe ich erst die Eltern am Präsentationstag am Ende des Schuljahres oder am Ende des Projektes kennengelernt habe. Jetzt ich lerne die Eltern ganz am Anfang. Weil am Anfang wir sind doch auch die Eltern so angewiesen. Also das ist wirklich mehr persönlich, obwohl es ist, klingt genau, wie du gesagt hast, als Paradox. Wir sind online, wir können uns nicht berühren, aber trotzdem, ja, das ist genau das. Auch schön, dass du aus dieser schweren Zeit auch was Positives mitnehmen kannst jetzt. Ja, unbedingt. Also... Habe viel gelernt, viele neue Software, habe neue Online-Ressourcen entdeckt, welche ich auch anbinden kann. Ich habe neue Methoden und Techniken entwickelt, weil soll man anders handeln. Und habe ich neue Kooperationspartner gefunden. Zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Musikvermittlung der Südwestdeutsche Philharmonie haben wir neu digitale Angebot, auch ein Abenteuer Kunst und Musik entwickeln. Also das alles nehme ich natürlich aus dieser Pandemiezeit mit. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, was ja. Was du gelernt hast und was du mitnimmst, das ist ja schön. Okay. Ja. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Was wünschst du dir für die Zukunft der Medienbildung? Eine ästhetische Orientierung in der Medienpädagogik. Stärkere Orientierung auf kulturelle Bildung. Das ist jetzt das Wichtigste. Weil digitale Räume, es ist auch unsere Lebensräume. Ja, das hat schon mal Dieter Backe im 1990 gesagt. Lebensräume. Digitale Medienräume. Also, und sie sollen auch ästhetisch sein. Das ist mein so Wunsch. Und dafür sorgst du ja auch mit deinen Projekten. Ja, ja, das mache super. Ich. Elena, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ja. Also, dann bis nächstes Mal. Und ich bin sehr neugierig, was die anderen Medienpädagogen in dieser Interviewreihe auch so ausdrücken. Ja, spannende Zeit, aber kreative Zeit, ja, für uns alle. Vielen Dank, Emma, für deine Fragen. Dankeschön. Tschüss.